Anlässlich 75 Jahre Grundgesetz fand am 25. Mai das Lesefest der Demokratie auf dem Hof der Stadtbibliothek in Wismar statt. Organisiert wurde es von der Stadtbibliothek und der Hansestadt Wismar. Also ich finde es ganz wichtig, dass wir daran erinnern, dass also die Demokratie immer noch die einzig eigentlich vorstellbare Form des Zusammenlebens ist, in der man eben einfach auch Meinungen anderer hören kann, akzeptieren kann, suchen nach Kompromissen und dann Mehrheiten auch finden. Auf dem Fest konnten sich die Besucherinnen und Besucher über Demokratie informieren. Es gab verschiedene Spiel- und Bewegungsangebote sowie Essen und Getränke. Die Wohnungsbaugesellschaft Wismar war mit Kinderprogramm und Popcornstand vertreten. Die Wobau hatte zum ersten Mal einen Stand auf dem Demokratiefest. Erstmal wurden wir ganz herzlich eingeladen von Uta Mach, von der Bibliothek. Und wenn die rufen, dann sind wir natürlich total gerne dabei. Und es ist ein besonderer Tag und ein besonderes, es ist 75 Jahre Grundgesetz. Und es ist für uns wirklich ein Bedürfnis, da noch mit dabei zu sein. Musikalische Umrahmung gab es von Louis Stanewitz. Das Lesefest der Demokratie ist eine Veranstaltung, um über die Wichtigkeit von Demokratie zu sprechen, Vielfältigkeit zu leben und soziales Miteinander zu genießen.